Grundlegenden Elementen. Fundament, Schaft, Trägerkreuz, Hängekörper. Der Hängekörper ist ein feingliedriges Skelettsystem aus dem Fachwerk des Technikgeschosses, den vier zentralen Hängesäulen, den Geschossdecken und den Außenstützen. Die Elemente des Tragwerkes haben folgende Aufgaben. Der Schaft ist das Stützsystem für den Hängekörper. Er ist im Fundament eingespannt. Die waagerechten Belastungen durch Wind werden über alle Deckenebenen verteilt eingeleitet. Die lotrechten Lasten werden durch das Trägerkreuz, an dem der gesamte Hängekörper hängt, konzentriert eingetragen. Das Fachwerksystem des Technikgeschosses zentriert die lotrechten Lasten der Außenstützen auf die vier zentralen Hängesäulen. Dadurch ist es möglich, die gesamte Last des Hängekörpers in den Mittelpunkten der vier Grundrisskreuze zusammenzufassen und mit den vier zentralen Hängesäulen am Trägerkreuz aufzuhängen. Tragwerk und Architektur bilden eine Einheit. Die Konstruktion des Tragwerkes ist Grundlage des neuen Bauverfahrens für Hochhäuser. Nach dem Fundament und dem Schaft wurden gleichzeitig das Trägerkreuz am Gebäudekopf und am Gebäudefuß das Technikgeschoss mit den darüberliegenden sieben Geschossen des Hängehauses hergestellt. Die fertigen Geschosse wurden mit Hubstäben an das Trägerkreuz angehängt, hydraulisch angehoben und in dem dadurch frei werdenden darunterliegenden Raum jeweils ein weiteres Geschoss gefertigt und angeschlossen. Alle 19 Geschosse des Hängehauses wurden auf diese Weise nacheinander am Gebäudefuß hergestellt und gemeinsam stufenweise in ihre endgültige Lage gehoben. Neben der Einsparung von 4 Monaten Bauzeit und beträchtlichen Baukosten wurden dadurch auch die erheblichen Risiken vermieden, die das Bauen in großer Höhe mit sich bringt. Wittmann, Hochtief, Holzmann und Siemens Bauunion beauftragt. Nachdem diese 4 Firmen unter Federführung von Dickerhoff und Wittmann die Arbeiten zum Festpreis in der vorgeschriebenen Bauzeit von 26 Monaten übernommen hatten, begann ein sehr schneller Bauablauf. Schon 2 Monate nach Baubeginn war das 25 x 25 Meter große Fundament für eine Auflast von 40.000 Tonnen fertiggestellt. Und mit der Decke der 2. Kelleretage war die Plattform für den Aufbau der Gleitschalung geschaffen. Mit Hilfe dieser Gleitschalung, System Simkret, konnte der Gebäudekern mit allen Treppenhäusern, Fahrstuhlschächten, Nassräumen und Installationsschächten in 29 Tag- und Nachtschichten auf eine Höhe von 100 Meter hochgezogen werden. Noch während des Gleitens wurden im Inneren des Kerns die Treppenläufe aus Fertigteilen versetzt, sodass der Schaft kurz nach seiner Fertigstellung auf die ganze Höhe begehbar war. 4 Monate nach Baubeginn hatte der Gebäudekern seine endgültige Höhe erreicht. Von nun an wurden die Rohbauarbeiten am Gebäudekopf und am Gebäudefuß gleichzeitig ausgeführt, während im Gebäudekern die Montage der Installationen begann. Am Gebäudekopf wurde als Schutzgerüst für die Arbeiten unten ein stählernes Kraggerüst angebracht, das gleichzeitig als Lehrgerüst und als Arbeitsbühne für die Herstellung des Trägerkreuzes diente. Es bestand aus vorgefertigten Elementen, die mit Kränen in Aussparungen des Gebäudekerns eingehoben und dort verankert wurden. Unmittelbar nach seiner Fertigstellung begannen im Schutz dieses Gerüstes am Gebäudefuß die Arbeiten zur Herstellung des Technikgeschosses. Die Hängesäulen, das Fachwerk des Technikgeschosses und das Trägerkreuz sind vorgespannt.
Während des Winters konnten die Arbeiten durch Bedampfung und unter einem Schutzdach weitergeführt werden. Als Vorspannbewehrungen kamen ausschließlich Dividag-Einzelspannglieder, Durchmesser 32 mm, der Stahlgüte ST-80-105 zum Einbau. Alle Geschossdecken sind zentrisch zu den Hängesäulen orientierte Rippendecken. Die Betongüte im Technikgeschoss ist B-600. Die übrigen Geschossdecken wurden in Leichtbeton LB-300 ausgeführt. Das bedeutet eine Gewichtseinsparung von 30% bzw. 2400 Megapond. Im Wochentakt entstanden über dem Technikgeschoss 7 Stockwerke des Hängehauses. Insgesamt wurden 735 Tonnen Spannstahl eingebaut. Während am Gebäudefuß ein Geschoss nach dem anderen entstand, wurde auf dem Gebäudekern am Trägerkreuz gearbeitet. Das Trägerkreuz kragt mit seinen 4 Armen 16 Meter weit aus. Es hat die Gesamtlast der Hängegeschosse zu tragen und wird deshalb stark armiert. Auf der Baustelle wurden 3000 Kubikmeter Beton höchster Güte B600 und 4000 Kubikmeter Leichtbeton LB300 hergestellt und verbaut. Der Einsatz hochwertiger Baustoffe ermöglichte erhebliche Gewichtsersparnisse und schlanke Abmessungen. Die Außenstützen der Geschosse haben Querschnitte von nur 46 x 20 cm. Sie wurden als vorgespannte Fertigteile in die Deckenschalungen eingesetzt. Um den Hängehauskörper anzuheben, war ein Hubverfahren erforderlich, das die Gebäudelast von rund 13.000 Megapond rasch und sicher bewegen konnte. Dazu wurden Hubeinrichtungen auf den 4 Kragarmen des Trägerkreuzes aufgebaut. Sie bestanden an jeder der 4 Hubstellen aus 9 hydraulischen Pressen mit je 400 Megapond Tragkraft und einer darüberliegenden Hubplatte aus Spannbeton. Parallel zu den Arbeiten am Hochhaus hatte der Bau des Automobilmuseums begonnen. Die 6 Rundstützen, die die Museumsschale tragen, sind mit einem ringförmigen Fundament gegründet. Zentralen Hängesäulen in Hängesäulenköpfen. Vor dem Heben musste unter dem Technikgeschoss eine absenkbare Hängerüstung eingebaut werden, um synchron zum Hubvorgang die unteren Geschosse im Wochentakt herstellen zu können. Die Hängeköpfe wurden durch Hubstäbe mit den Hubplatten auf dem Trägerkreuz verbunden. Die Hubstäbe sind Dividag-Spannstähle mit durchgehendem Gewinde, die an jeder beliebigen Stelle abgeschnitten, angemufft oder verankert werden können. An jedem der 4 Aufhängungspunkte hatten 74 Hubstäbe, Durchmesser 32 mm, die Last der fertigen Geschosse während des Hebens zu tragen. Sowohl auf dem Trägerkreuz als auch auf den Hubplatten erhielten die Hubstäbe Verankerungen. Mit dem Einbau waren die Vorbereitungen für den Hubvorgang abgeschlossen. Parallel dazu erfolgte der Innenausbau in den einzelnen Stockwerken. Von einem Stahlrohrgerüst aus wurden 15.000 Quadratmeter Aluminiumfassade montiert. Zum ersten Mal in Europa wurden dünnwandige, geschosshohe Allcast-Gussschalen verwendet, die in Japan entwickelt und hergestellt worden sind.
Jedes der 2300 gleichen Fensterelemente besteht aus einem einzigen geschosshohen Aluminiumgussstück von 1,31 Meter Breite. Die Fugenlänge ist dadurch erheblich reduziert und der Einbau wesentlich vereinfacht. Die Sonnenschutzverglasung ist um 9 Grad nach außen geneigt und reflektiert dadurch den Schall in den Büroräumen zur Decke. Durch den sofortigen Einbau der Aluminiumgussfassade und ihrer Verglasung in jedem fertigen Geschoss entstanden frühzeitig witterungsunabhängige Räume, in denen der Innenausbau ohne Verzögerung begann. Die Museumsschale wurde nach dem Dividag-Verfahren nacheinander in 6 Segmenten mit derselben Schalung und Rüstung hergestellt. Ein Jahr nach Baubeginn konnte mit dem Heben der oberen 8 Hängegeschosse begonnen werden. Bei Beginn des Hebens waren die Hubstäbe an der Oberseite der 4 Hubplatten verankert. Über einen zentralen Kommandostand mit optischen und akustischen Anzeigen wurden die Hubvorgänge automatisch gesteuert. Bei jedem Arbeitstakt hoben die 36 Hubpressen synchron die 4 Hubplatten und damit die an ihnen hängenden fertigen Geschosse um 18 cm an. Nach dem Hub mussten die unteren Verankerungsmuttern nachgedreht werden, damit beim Einfahren der Pressen die Last vom Trägerkreuz aufgenommen werden konnte. Danach wurden die Kolben der Hubpressen eingefahren und die Hubplatten damit in ihre Ausgangslage zurückgebracht. Sobald die oberen Verankerungsmuttern über den Hubplatten nachgedreht waren, konnte der nächste Hub beginnen. Das Anheben um 1 Stockwerkshöhe erforderte etwa einen Tag. Die Gesamthubhöhe von 52 Meter wurde in 290 Hüben bewältigt. Im Innenausbau hat der Generalunternehmer die Arbeiten von mehr als 80 Firmen koordiniert, gesteuert und überwacht. Checklisten erleichterten die systematische Überprüfung des vertraglich festgelegten hohen Qualitätsmaßstabes. Die exakte Arbeitsvorbereitung schloss gegenseitige Behinderungen weitgehend aus. Für die Büroräume war eine Beleuchtungsstärke von 1000 Lux gefordert. Sie wurde mit den radial angeordneten Deckenleuchten erreicht. Die Klimaanlage musste Raumluftzustände von 23 Grad Celsius und 37% relative Luftfeuchtigkeit im Winter und 25 Grad Celsius bei 50% Luftfeuchtigkeit im Sommer gewährleisten. Je höher sich die Geschosse im Verlauf des Hebens befanden, desto weiter war der Innenausbau in ihnen fortgeschritten. Der Grad der Fertigstellung wuchs also von unten nach oben. Als Beispiele für die Vielzahl der Innenausbauarbeiten seien nur einige genannt. Die Kernwände erhielten einen kunststoffgebundenen Carrara-Marmor-Splittputz von hoher Verschleißfestigkeit. Die Flure der Büroetagen einen Marmorplattenbelag. Jede Woche wurde der Baukörper um 1 Stockwerkshöhe gehoben und in dem dadurch frei werdenden Raum am Gebäude Fuß ein weiteres Geschoss hergestellt.
16 Monate nach Baubeginn und 4 Monate nach Hubbeginn war der Hubvorgang abgeschlossen. Das Verwaltungshochhaus war im Rohbau einschließlich seiner Fassade fertiggestellt. Nach 26 Monaten Bauzeit war die schlüsselfertige Vertragsleistung abgewickelt. Der Innenausbau beendet. Das Gebäude und seine technischen Anlagen wurden in Betrieb genommen. 60% der Baukosten entfielen auf die Ausbauarbeiten und nur 40% auf den Rohbau. Alle Räume und Anlagen besitzen einen hohen Qualitätsstandard. Bei der Planung und Ausführung wurden neue Wege beschritten und neue Arbeitsweisen entwickelt, die für derartige Aufgaben zukunftsweisend sind. Durch die enge Zusammenarbeit von Architekten und Ingenieuren von Anfang an konnten alle Gesichtspunkte, die der Architektur, der Funktion, der Konstruktion, des Innenausbaus und der Bauausführung optimal in den Ausführungsentwurf integriert und die vorhandenen Erfahrungen ebenso wie neue technische Entwicklungen optimal genutzt werden. Mit dem Heben fertiger Geschosse wurde ein neues Bauverfahren für Hochhäuser entwickelt, bei dem in idealer Weise die Rohbauarbeiten und die Innenausbauarbeiten phasenverschoben gleichzeitig ablaufen können, was sich ganz wesentlich auf niedere Baukosten und kurze Bauzeiten auswirkt. Durch die Vergabe an einen Generalunternehmer lag der Baupreis vor Baubeginn fest. Durch den vereinbarten Festpreis und die festgelegte Bauzeit konnte der Bauherr sein Baubudget klar festlegen und seine Finanzierung verbindlich regeln. Der Architekt erhielt durch den Generalunternehmer als Partner optimale Wirkungsmöglichkeiten für die Verwirklichung des Gesamtbauwerkes und konnte sich intensiv seinen Aufgaben als kreativer Planer widmen. Vom Generalunternehmer wurden innerhalb der festgelegten Bauzeit alle Leistungen zum fertigen Gesamtwerk verschmolzen. Es entspricht in Qualität und Funktion den Absichten des Bauherrn und des Architekten. Mit dem Verwaltungshochhaus BMW ist ein neues Wahrzeichen Münchens entstanden. Technische Vollendung verbindet sich mit formaler Schönheit. Ein architektonisch außergewöhnlicher Entwurf wurde durch die Ideen und das Können aller Beteiligten nach neuen Bauverfahren in kürzester Zeit verwirklicht.